Salam alaikum und hallo. Mir brennt das total auf der Zunge. Das Thema, was ihr jetzt entfacht hier in Chemnitz, was am Wochenende da passiert ist, finde ich auch nicht in Ordnung. Aber diese Hetze von der AfD gegen Immigranten finde ich eine Sauerei. Ich finde es eine Sauerei. Es ist nicht jeder Immigrant ein Messerstecher, Vergewaltiger oder eben Schläger. Es gibt auch Immigranten, die wirklich ihr Leben hier aufbauen wollen und vom Krieg geflüchtet sind. Schon mal daran gedacht? Aber nein, so weit könnt ihr ja nicht denken. Oder jedenfalls die meisten können nicht so weit von euch denken. Schaltet mal euer Gehirn ein und folgt nicht der AfD-Hetze sozusagen. Was ist denn das hier? Wo leben wir? Wir leben hier in 2018. Und nicht hier, wie, ich weiß nicht, mir fehlen die Worte, mir fehlen die Worte, wenn ich die Videos sehe auf Facebook. Es gibt auch Immigranten, die hier schon jahrelang leben, die hier schon jahrelang hier leben und ihr Leben aufgebaut haben, die hier einen Dönerladen haben, die hier gekommen sind und geholfen haben. Sind das auch Leute, die hier raus sollen? Mir fehlen echt die Worte, mir fehlen die Worte. Was ist hier los? Was soll das alles wieder so werden wie 1992 in Rostock mit dem Brand? Habt ihr das alles schon vergessen, wo die Vietnamesen auf dem Dach gestanden haben und wo man das Asylbewerberheim nebenan angesteckt hat und wo man dann mitbekommen hat, dass dann noch Vietnamesen in den anderen Haus sind? Habt ihr das schon vergessen oder was ist hier los? Wir leben hier in 2018 und nicht 1900 und. Das sind auch alles Menschen. Ich finde das auch unmöglich. Ich finde das nicht gut, was da passiert ist. Aber ich finde es auch nicht gut, dass man hinter Immigranten hetzt und mit die verprügelt auf der Straße. Diese Videos sind widerlich. Für mich sind die widerlich. Und sowas gehört hier nicht nach Deutschland. Ich finde, die AfD geht zu weit. Überhaupt, die Nazis gehen zu weit. Und jeder, der sich der AfD anschließt und mitläuft, ist genauso wie die. Und nicht anders. Das wollte ich einfach nur gesagt haben. Ich hoffe, ihr viele sehen das. Einen Daumen hoch und würde mich freuen, wenn ihr kommentiert. Salam alaikum und tschüss. Bis später.